Ihr habt von alten Zeiten gesprochen. Könnt ihr mir von eurem Mann erzählen? Er war kein Mensch. Dennoch wart ihr sein Freund. Regis schaute gern zu tief ins Glas. Daher trennten wir uns. Seine Sucht brachte ihn fast um. Wütende Bauern haben ihn angegriffen. Nachdem er sich erholt hatte, führte er ein einsames Leben, bis er euch begegnete. Leider erinnere ich mich an nichts. Grämt euch nicht. Mich tröstet, dass er Freunde hatte, als er starb. Echte Freunde. Ganz ehrlich, wer war nochmal Regis? Wer seid ihr? Die Königin der Nacht. Ich lasse die Träume meiner Freier wahr werden. Stelle sie zufrieden. Und leert ihnen die Geldsäckel. Ich erfülle ihre Träume. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Und Träume sind unendlich kostbar. Träume sind Schäume, ne? In diesem Gebäude haust ein Vampir. Die Male am Hals eines der Mädchen. Ich kenne etliche gewöhnliche Tiere, die solche Bisswunden hinterlassen. Des Mädchens Bruder glaubt, es würde niemals freiwillig in einem Bordell arbeiten. Er glaubt, es muss verzaubert sein. Und ihr glaubt das? Seid nicht naiv. Das Mädchen lebt hier wie eine Prinzessin. Sie trägt die feinste Seide. Freier verkaufen ihre Häuser, um nur eine Nacht mit ihr zu verbringen. Sie hat Diener und genießt einen Komfort, von dem ihr nicht mal träumen könnt. Ihr Bruder wollte sie einem alten Trottel zur Frau geben. Mit Hämorrhoiden größer als... Lassen wir das. Sie allerdings wollte lieber eine Prinzessin der Nacht sein. Eine ewig verbotene, unendlich süße Frucht. Vysimas Traum. Was redet ihr da? Spürte es, als ich ihr Blut trank. Was schaut ihr so? Ja, ich bin der Vampir, der dieses Haus heimsucht. Und doch töte ich niemals. Blut belebt mich, wie Alkohol die Menschen. Wie dem auch sei, ich habe noch keiner Seele etwas zuleide getan. Das ist Unsinn. Wir, meine Töchter und ich, trinken das Blut unserer Freier. Aber wir töten niemals. Sie geben Blut als Bezahlung für unsere Dienste. So hat jeder was davon. Und das Mädchen mit den blauen Augen? Das Mädchen rief mich. In seinen Fantasien. Es sehnte sich nach Freiheit und ewiger Schönheit. Wir sind keine Ungeheuer. Wie wär's mit einem Geschäft? Eine Nacht mit meinen Töchtern im Austausch für Frieden. Dafür, dass ihr die ganze Sache vergesst. Und wenn ich nicht zustimme? Wird jemand sterben. Ihr, ich, das Mädchen mit den blauen Augen. Wäre es richtig, den Tod zu wählen, selbst den eines Vampirs? Hexer töten Ungeheuer. Das ist nichts Persönliches. Betet, dass ihr so tüchtig seid, wie es die Legende behauptet. Huch, Gottchen! Also jetzt sind sie nicht mehr so schön. Aber wir sind eine Stufe aufgestiegen, das ist doch schon mal was. Jetzt sind sie jetzt okay. Gut. Haben wir die auch erledigt? Sonst gibt es hier nichts weiter. Oh. Juhu. Ja. Die Vampirin ist tot. Euer Bruder erwartet euch im Neu-Narakord. Ihr habt sie getötet. Ja. Geht zurück zu eurem Bruder. Nach allem, was hier geschehen ist, werden die Kunden wohl so schnell nicht wiederkommen. Ihr Scheißkerl! Wer gibt euch das Recht, anderen das Leben zu versauen, über ihr Schicksal zu entscheiden? Wisst ihr, was ihr seid? Ein Auftragsmörder, der für Gold tötet. Dabei hat Madame nur Gutes über euch erzählt. Sie war ein Vampir. Ein Relikt aus der Vorzeit. Was für ein Scheiß! Ihr habt unser Leben zerstört, meins und das der anderen hier. Jetzt müssen wir wie billige Huren auf den Straßenstrich gehen. Ihr müsst euch nicht verkaufen. Kehrt zu eurem Bruder zurück.
Wisst ihr was, Hexe? Ich habe einen Auftrag für euch. Tötet meinen Bruder. Wie viel wollt ihr dafür? Ich töte keine Menschen. Das stimmt so nicht. Ich hoffe, euer Schwanz wird blau und fault ab, Mörder. Verschwindet! So, jetzt bin ich gespannt, ob er uns überhaupt die Belohnung gibt. Ich befürchte nämlich fast, er wird sie uns nicht geben. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn er uns die nicht gibt, ihr seid Belohnung, ja ganz gefährlicher mit diesen Waffen. Dann lade ich nochmal neu. Eure Stellung nicht. Oder schlage ich mich auf die Seite der Vampire. Ihr und das ist einfach, wie gesagt, ich werde jetzt gucken, was bei rauskommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht zu ihm zurückkehrt. Und wenn wir keine Belohnung kriegen sollten, ne? Dann lade ich neu. Dann lade ich einfach neu. Wo ist meine Schwester? Im Bordell. Ich habe den Vampir getötet. Also kann sie wieder zurück, wenn sie das will. Der Vampir interessiert mich nicht. Bringt mir meine Schwester wieder. Der Vampir ist erledigt. Wo ist mein Lohn? Ihr seht keinen Pfennig, bevor meine Schwester nicht zu Hause ist. Ach, ihr Leute, ändert euch nie. Ist das dein Scheiß ernst? Der Ritter wollte nicht bezahlen. Okay. Gut, dann werden wir einfach nur laden. Ich denke, das seht ihr hoffentlich genauso wie ich. Weil ganz ehrlich, wenn es ihr wirklich so gut ging, wenn das wirklich ihr Ding war, dann okay, bitte. Dann soll sie das machen. Aber wenn der Ritter uns tatsächlich ihr habt keinen einfach nicht Grund zahlen hier will, zu sein, Weißhaar. Ich meine, ganz ehrlich, der hätte auch mitkommen können. Er hätte mitschleppen können, wäre auch gut gewesen. Aber nein, der sitzt da lieber faul in der Taverne rum und säuft sich die Hucke voll. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Wenn das wirklich stimmt und er seine Frau oder seine Schwester da verkaufen wollte, quasi. Bitte. Ja. Ich. So. Ich will. Gut, machen wir das einfach nochmal. Jetzt habe ich denselben Fehler eben wieder gemacht. So. Ich bin. Und dann. Wohin? Mein. Ihr habt. Er war seine. Leidgräm. Wer. Die. Und das hatten wir ja eben alles. In die. Ich kenne das Mädchen. Und ihr Brot. Was. Führte und doch. Das. Wir. Und das Mädchen. Das Mädchen. Wir sind. Und wer. Wird ihr. Okay. Ihr habt gewonnen. Ich wähle Frieden. Kommt, meine Töchter. Es ist an der Zeit, dem Hexer den Ursprung all der Legenden über das Haus der Nacht zu zeigen. Jetzt bin ich gespannt. Wollen wir sie auch einfach alle gleich aussehen, ne? Ganz ehrlich, Geralt hatte schon mehr Sex als jeder andere, glaube ich. Verräter. Ich wusste, es ist falsch, einem Hexer zu vertrauen. Warum diese Einrichtung? Rein theoretisch. Ich ließ euch beschatten. Ihr habt gemeinsame Sache mit einer Vampirin gemacht und werdet jetzt mit ihr sterben. Macht jetzt keine Dummheit. Hier muss niemand sterben. Die Dummheit habt ihr begangen. Jetzt bekommt ihr eure Strafe. Haltet ein! Ihr habt keine Chance gegen uns. Uns? Meine geliebte Schwester, wir sind hier, um euch zu retten, um diesen bösen Zauber aufzuheben. Es gibt keinen Zauber. Eure Schwester ist aus freien Stücken hier. Sie hatte keine Lust, den Rest ihres Lebens Geschirr zu spülen und für einen senilen Greis die Schenkel zu spreizen. Genug der Lügen! Für die flammende Rose! Angriff! Wartet. Miau! Miau! Sie hat recht. Hier ist kein Zauber im Spiel. Eure Schwester hat eine Wahl getroffen. Hexer,
Ihr habt euch eben euer eigenes Grab geschaufelt. Nein. Vielleicht habe ich tatsächlich eins ausgehoben. Aber nicht für mich. Hm. Angriff! Kämpft! Okay. Ich will jetzt halt keinen Gruppenangriff machen, weil... Verteidigt euch! Dann sterben wahrscheinlich auch die Vampire. One hit. Schärf, Gauner! Na komm. Läuft doch schon mal ganz Verteidigt gut. Verteidigt euch! Sterbt, Gauner! Sterbt, Gauner, ja, ja. So. Ich bedauere das. Diese Männer versprachen euch sicher Gold. Ja. Ich könnte euch eine Gewinnbeteiligung anbieten. Das wird super! Was jetzt? Jetzt? Das Geschäft wird weiterlaufen. Wir müssen nur die Leichen wegschaffen. Und das Mädchen? Die Kleine tut, was ihr gefällt. Sie soll sich erstmal ausruhen. Es gab also keinen Zauber? Woher soll ich das wissen? Ich habe keinen gewirkt. Zauber sind oft nur schwer von Faszinationen zu unterscheiden. Ich habe Menschen getötet. Dabei sollte ich Ungeheuer töten. Das kleinere Übel, Geralt. Ihr müsst es wählen, um das wahre Böse zu vermeiden, das im Dunkeln lauert. Das stimmt. Ich brauche mal eine Pause. Ganz ehrlich, lieber das kleinere Übel. Lieber Menschen töten, die einfach unfähig sind. Erst in den Wortzeiten, gut. Er wusste natürlich nicht, dass er sein Wort brechen wird. Beziehungsweise doch wusste er zwar schon, aber, ne? Dennoch. Hallo Sasaki. Schön, dass du da bist. Haben wir hier alle? Ne, hier. Wie geht es dir denn? Alles gut bei dir? Ich arbeite so viel. Die bösen Massensterben hier gemacht. Massenabschlachten. Wie lange denn noch? Redest du mit uns? Ja. Zum ersten Mal sah ich das Schwert eines Hexers in Aktion und ich will es nie wiedersehen. Euer Bruder ist tot. Er bekam, was er verdiente. Der Dummkopf hätte fast mein Leben ruiniert. Kein Bedauern? Nein. Ihr wisst ja nichts von dem Horror, den ich durchlebte, bevor ich ihm endlich entkam. Er wird euch nicht mehr quälen. Hab Dank, Hexer. Danke für eure Menschlichkeit. So. Vor dem Krieg mit Nilfgaard war alles besser. Gut, speichern wir einfach nochmal. So. Was haben wir denn noch hier offen? Das große Problem ist, dass wir mit Siegfried nicht mehr reden können. Er will einfach nicht mehr. Der mag uns nicht mehr. Ich will jetzt zu Leuwarden zurückkehren. Haben wir eigentlich noch Zähne? Haben wir Zähne. Ne, das sind Klauen. Mark. Ne, wir haben leider keine Zähne mehr. Schade. Oder? Ne, das ist ein Pilz. Pilze sind keine Zähne. Bisschen Fangzahn, aber die bringen nichts. Wir haben keine neuen Bestienzähne. Giftdrüsen bringen auch nichts. Okay. Bis morgen. Gut, dann. Dann müssen wir noch einmal in den Sumpf. Einmal in den Sumpf hinein. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher... Ja, ich weiß. Wir sind Hutzgebein. Hutzgebein und gefährlich.
Atreus will ja eh nicht mit uns kooperieren. Die will einfach meinen Ring nicht. Ja, Teleporter bitte einmal in den Sumpf. Ich hoffe, dass wir da ein Feuerchen finden. Wobei, können wir bei Kalkstein übernachten? Ja, nein, vielleicht? Ja. Doch, können wir. Gott sei Dank. Torpedo nicht besser. So, und wir können auch mal neue Punkte verteilen. Okay. Gut. Ausdauer. Wir gucken jetzt mal nach den Bronzetalenten. Hier ist einmal. Und hier können wir auch einmal. Bei Stärke, Blutenresistenz, Rüstung plus 5. Würde ich einmal machen. Und Gewandtheit einmal. Okay, und wir sind Stufe 23. Das ist schon sehr schön. Ich weiß nicht, wo wir den Werwolfspilz herkriegen. Ich weiß es nicht, So, wir gehen einmal nach hier. Einmal nach hier. Und jetzt hoffe ich, dass diese komische Pflanze, die wir suchen. Wir brauchen für einen Vertrag, für einen Hexervertrag, brauchen wir noch von so einer komischen Pflanze ein Item. Wie hieß das Viech denn nochmal? Ach, Jaspor. Davon brauchen wir den Saft. Das Problem ist, dass diese Pflanze, Monster, Wesen, was auch immer, nur zu bestimmten Zeiten auftaucht. Und auch nur an bestimmten Orten. Um diese Orte zu finden, ein Graus. Ich bin auch schon etwas mehr als verzweifelt. Weil wir das Gefühl, dass 30. Mal hier in diesem Sumpf sind und ich einfach dieses Viech nicht finde. Ich glaube, wenn ich auf Mittel gestellt hätte, würde dieses Viech an jeder Ecke einfach mal so auftauchen. Jetzt, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier taucht einfach mal so gar nichts auf. Die Kikimoren tauchen auf, die brauche ich aber nicht. Wobei doch, die brauche ich auch, aber nicht so dringend wie, wie die anderen Viecher. Die laufen auf an jeder Ecke rum. Das ist nur dein Schwert, danke. Komm hier, du kleine Kikimore. Ich würde den Kopf kürzer machen, wenn das geht. So. Von euch brauche ich ja auch noch ein Item. Ich weiß gar nicht, was brauche ich von euch? Krallen? Ich glaube, es waren Krallen. Dann werden wir ja jetzt herausfinden, was es ist. Die Klauen, ja, Tatsache. Sind die Klauen. So. Okay. Die haben wir dann auch fertig. Dann suchen wir. Einmal die blauen. Wo seid ihr? Wer findet euch? Nein. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Mit euch möchte ich einfach nichts zu tun haben.
Also hier irgendwo müsste zumindest die eine Archespo auftauchen. Rein theoretisch. Habe ich doch schon wieder die falsche Uhrzeit gewählt. Okay. Vielleicht war es zu früh. Dann schaue ich nochmal. Dann warten wir nochmal einen Tag. Wann haben wir vielleicht zu lange gebraucht? So, dann gehen wir nochmal zurück. Einfach nicht. Es will nicht auftauchen. Monster mag mich nicht mehr. Da vielleicht drin. Oh ja, ja. So, wartet mal. Kann ich vielleicht rausfinden, wo es sich versteckt hat? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, es muss doch irgendwo. Am besten wäre es, wenn die Ergebnisse auf Deutsch wären. Okay, die Ergebnisse sind leider nicht auf Deutsch. Gibt es vielleicht Bilder dazu? Aber wir finden sie einfach nicht, ne? Wir finden sie halt einfach nicht. Wir tauchen auch kein Archespor auf. Kein Archespor zu sehen. 0,0%. Warte mal. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz raus. Nein, ich würde eigentlich... Okay, ich komme leider nicht auf den anderen Bildschirm rüber. Jetzt. Nee, doch nicht. Schade. Ich
Schade, schade, schade. Okay. Ah! Gut. Hier läuft doch alles, hoffe ich. Ich habe gerade aus irgendeinem unerfindlichen Grund einen dritten Monitor aufgemacht. Deswegen bin ich jetzt so gerade so leicht überfordert. Ja. Wir lassen einfach mal die Spielereien hier. War für einen kurzen, also wirklich sehr, sehr kurzen Moment sehr geschockt. So, wir hoffen einfach, dass wir jetzt irgendwo eine Archespor finden. Ich glaube, wir sind hier komplett nochmal durch den kompletten Sumpf. Es muss doch irgendwo solche Viecher hier noch geben. Getötet können wir sie nicht alle haben. Wo sind die Archespor? Wo sind die Archespor? Wo sind sie denn? Nein, ihr seid Kikimoren. Mit Kikimoren will ich nichts zu tun haben. Archespor. Oh Leute! Wo sind diese Kackviecher? Das kann doch nicht angehen. Ich kann doch nicht im gesamten dritten Kapitel nur eine Archespor geben. Na gut, doch, es gab nur eine andere, aber bei der konnten wir leider die Sache nicht farmen. Oder ganz ehrlich, wartet. Wir warten mal bis nachts. Vielleicht sind sie nachts draußen. Vielleicht sind die Viecher einfach nachtaktiv. Hallo, Großväterchen. Ihr seht. Nein, ich möchte bei dir schlafen. Wir warten jetzt bis Mitternacht. Ihr werdet alt, Großväterchen. Ich meine, die Viecher müssen doch irgendwann zu sehen sein. Wann sollte man das besser ausprobieren als nachts? Nachts im Sumpf. Nachts ist es ja noch stiller. Das ist eine Kikimora. Die Kikimora juckt mich gerade herzlich wenig. Gibt's doch nicht.